Die Urbanuskirche hat auch eine reiche Fensterausstattung. Nikolaus Bette und Hans-Günther van Loock haben sie geschaffen. Besonders gefällt mir das Fenster im Querschiff, wo man von Weitem schon sieht, es ist geprägt durch eine Berglandschaft, die mit vielen, vielen Menschen bevölkert ist. Die erkennbaren Gestalten sind eine Zusammenfügung von ganz, ganz vielen Vorbildern aus der christlichen Kunstgeschichte. Wir begegnen also der ganzen Bildgeschichte des Christentums. Aber zusammengehalten wird das Ganze durch das Grundmuster eines Kreuzes, das sich vor den roten Fensterbahnen abhebt.